Hallo ihr lieben Menschen da draußen, wir begrüßen euch herzlich zu einem weiteren Music Made in Bochum Video-Interview. Genauer gesagt sprechen wir hier und heute in der frisch renovierten Quartiershalle der Co-Fabrik über Hip-Hop-Musik Made in Bochum. Ich freue mich sehr auf meinen Gesprächspartner Adrenalin. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Hi Adri, grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall auch, hier zu sein bei dir oder bei euch. Genau. Schön, du bist ja nach Bochum gekommen, um hier zu studieren. Genau. Seit wann wohnst du in Bochum und wo hast du vorher gelebt? Oder besser gesagt, was hast du so erlebt? Ja, ich wohne seit 2019, jetzt seit dem Sommer, erst in Bochum sozusagen, aber hatte auch vorher immer Bezüge so zur Stadt. Ich habe hier vorher auch gearbeitet und generell komme ich ja ursprünglich aus Wetter und das ist ja jetzt auch relativ nahe gelegen so. Dementsprechend bin ich hier auch vorher immer viel unterwegs gewesen und freue mich, dass ich jetzt hier auch lebe auf jeden Fall. Ja. Erlebt, sagst du, in Wetter so. So die üblichen Geschichten. Ich habe jetzt keine super Anekdote direkt zum Anfang, aber was man so erlebt in seiner Jugend und dann halt in einer relativ kleinen Stadt. Ja, und welchen Bezug hattest du zur Stadt Bochum? Du hast das gerade schon angedeutet. Welchen Bezug hattest du zur Stadt Bochum und der Hip-Hop-Szene hier vor Ort, bevor du hingezogen bist? Und inwieweit hat sich das vielleicht verändert, seitdem du in Bochum lebst? Ja, also das war auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal durch die Arbeit bedingt natürlich, ne? Aber auch zur Superior Session zum Beispiel, die ja immer in der Trompete stattfindet, die Hip-Hop-Session hier in der Trompete. Da bin ich häufiger mal dann aufgeschlagen, irgendwie so auf jeden Fall. Und auch so mal auf Konzerten oder so gewesen, irgendwelchen größeren Hip-Hop-Konzerten habe ich mir immer mal reingezogen. Und kannte teilweise die Leute so ein bisschen irgendwie auch. Und das hat sich dann, sage ich mal, manifestiert. So, als ich dann hier hingezogen bin, habe ich als mehr Kontakte geknüpft, war häufiger dann auch mal irgendwie da oder auch auf anderen Veranstaltungen, wenn ich mal gesehen habe, gut, da ist was. Ist jetzt Corona-bedingt natürlich viel, hat auch nicht stattgefunden, so, ne? Aber genau, konnte ich da auf jeden Fall noch ganz gute Kontakte. Ich glaube, aus Superior Session, da habe ich dich das erstmal so live erlebt auch, da haben wir uns auch, glaube ich, kennengelernt. Ich meine auch im Rahmen zu dem Release von deinem Album Uncool hast du da auch mal einen Live-Act gespielt, irgendwie eine halbe Stunde oder 20 Minuten vor der Session. Das war, das muss davor gewesen sein. Ich bin mit Skipper damals da einmal aufgetreten, das stimmt genau, das war glaube ich 2019 im September. Das war dann noch vor dem Uncool Release auf jeden Fall, da haben wir dann eine Show gespielt und dann hätte ich zu dem Release von dem Album nochmal da auftreten sollen und das ist dann genau in diese Corona-Zeit gefallen. Da bin ich dann auf so einer Twitch-Session da irgendwie und dann so ein paar Songs und so gespielt von dem Chris und dem Raimund. Ja, aber da habe ich euch erlebt, dann krass, dann habe ich den Skipper ja auch sogar schon live gesehen. Ja, genau. Ich habe den Namen gelesen bei der Recherche, aber hatte jetzt kein Gesicht vor Augen, aber... Nee, ich fand das cool. Also ganz souverän vor der Session da richtig schön abgerissen und die Superior Session an sich ist ja auch wirklich für die Hip-Hop-Szene in Bochum ziemlich wichtig, auch weil viele überregionale Gäste auch kommen, man kann sich gut vernetzen, man kann zusammen freestylen, man ist zusammen im Space und ich meine, normalerweise das Konzept ist ja jeden ersten Donnerstag im Monat in der Trompete freier Eintritt, jeder kann kommen, jeder kann freestylen. Aufgrund von Corona hat sich das ein bisschen verlagert, auch nach Twitch. Aber wir hoffen ja alle, dass es bald wieder losgeht und wir beide sehen uns bestimmt dann auch auf der Session noch. Ja, auch an der Stelle liebe Grüße auf jeden Fall an die Jungs und finde ich auch mega geil, was die da geschafft haben, über die Jahre auch sich da aufzubauen. Ne? Ja, absoluter Respekt und auch auf der Szene aufzubauen. Ja, auch Oscar-reife Twitch-Streams jetzt irgendwie Hammer. Mit ganz geilen Produktionen, Werbeblocks und richtig geilen animierten Filmen irgendwie. Das fand ich auch richtig geil. Mir macht das sehr Spaß. Ich fühle mich mit der Session auch sehr verbunden. Das geht schon jetzt schon, weiß ich, 15 Jahre, ne? Auch die haben ja das Buch auch veröffentlicht, 15 Jahre. 10 Jahre sind es, glaube ich, tatsächlich, ja. 10 Jahre Superior Session, das Buch. Ja, auf jeden Fall Respekt an die Jungs, richtig geil. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf der Session in der Trompete. Und so das erste offizielle Release, was ich damals von dir wahrgenommen habe, das müsste so im Jahr 2016 war das. Das war wohl die Raw EP, reduziert aufs Wesentliche. Die du digital veröffentlicht hast, also in meiner Wahrnehmung auch so authentischer, straßenphilosophischer Hip-Hop, ziemlich geile Boom-Bap-Beats und auch in meiner Wahrnehmung schon eher politische, systemkritische Texte. Und vor allem sind deine Texte aber auch sehr persönlich. Also wie wichtig ist dir, eine persönliche Message zu transportieren über deine Musik und muss Hip-Hop politisch sein? Nee, muss es auf jeden Fall nicht, das nehme ich schon mal vorweg, also finde ich nicht, dass das muss, ich finde das schön, wenn es so ist, so, ne? Ja.
Aber ja, persönliche Message war mir eigentlich immer so mein erstes Anliegen. Das war auch so der Grund, warum ich angefangen habe. Das war mir am wichtigsten irgendwie beim Schreiben der Texte. Und dann hat sich so diese gesellschaftskritische, politische Ebene dann da so ein bisschen, sage ich mal, eingeschlichen. So auch, glaube ich, ohne dass ich das zu Anfang wirklich so wahrgenommen habe. Aber mittlerweile nehme ich das auch so wahr und mache das dann auch vielleicht teilweise sogar ein bisschen bewusster, als ich das vielleicht damals gemacht habe. So, ne? Oder weiß ich nicht, mit 18, 19 hätte ich jetzt nicht gesagt, oder habe ich jetzt aber einen echt politischen Text geschrieben, auch wenn ich es vielleicht gemacht habe. Ne? Ja. Ja, aber persönlich und authentisch, also die Authentizität, ne, ist schon so schwer auszusprechen. Wie schwer ist es erst auch authentisch zu sein, ne, wenn man das schon so, und das in meiner Wahrnehmung ist das bei dir am Start, deswegen mag ich das auch, was du machst. Ja, danke. Und nach der Raw EP hast du noch einige Singles online veröffentlicht und im Jahr 2018 wurdest du bei den Hip-Hop.de Awards nominiert für einen Award in der Kategorie Upcoming Artist. Genau. Wie war das für dich, von so einer einflussreichen Medienseite in der Hip-Hop-Szene unterstützt zu werden? Kannst du dich noch daran erinnern, was da um dich herum passiert ist damals und wie ist es überhaupt zu der Nominierung gekommen? Also ich habe mich sehr darüber gefreut, auf jeden Fall. Ne? Klar, irgendwie ist natürlich ein ja, Format, würde ich schon sagen, ja, kann man ja sagen, ne? Irgendwie ein Online-Format, was ich auch immer verfolgt habe, so mal... mal freudiger, mal weniger freudig, so je nachdem so. Aber ist halt ja einfach ein Riesenmedium und ich habe mich da sehr drüber gefreut. Und wie das aber zu der Nominierung gekommen ist, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Also ich habe das auch nicht mitbekommen. Also das ist dann tatsächlich irgendwie, hat mich dann ein Kollege oder so, hat mich dann nach ein paar Tagen, nachdem dann dieses Voting da kann man dann ja online irgendwie bester Act national und sonst was und halt auch in dieser Upcoming-Sektion irgendwie abstimmen. Da hat mich dann ein Kollege darauf aufmerksam gemacht und meinte, ja, weißt du überhaupt, dass du da irgendwie nominiert wurdest? Und ich wusste das nicht. Also es ist auch nicht so, dass ich von hiphop.de da irgendwie darauf aufmerksam gemacht wurde oder so. Das ist ach, schade, ehrlich irgendwie, gesagt. Oder? Ja, also dachte ich auch. Also wäre irgendwie ganz cool gewesen. Aber habe mich da natürlich trotzdem irgendwie gefreut. So. Und ich habe das dann im Endeffekt nicht gewonnen in dieser Kategorie. Ja. Aber es war natürlich irgendwie trotzdem schön und auch zu sehen, wie viele Leute dann einen da auch unterstützt haben sozusagen ne, und auch das irgendwie mal irgendwie gepostet haben mit diesem Aufruf, ja, stimmt doch mal hier ab für den und so, ne, das ist, hat mich sehr gefreut. Ja, ich finde das krass, also in dem Jahr 2018 muss man überlegen, wie viele Leute Output machen, wie viel am Start sind im sogenannten Game und dass du da von einer der 10, die der Redaktion aufgefallen sind und diesen Medium, also diesen Leuten da, die haben ja schon auch einiges an Erfahrung. Also ich kenne hiphop.de, war damals für mich eben eines der wichtigsten Foren. Das fing ja schon relativ früh an. Und dann haben die eben auch angefangen, so relativ spektakuläre Interviews, Video-Interviews, auch mit dem Roos oder was da für interessante Persönlichkeiten dann Content gemacht haben. Und die haben auch schon eine gewisse Macht. Deswegen finde ich es schwer, wenn die eben auch über was berichten, was mich überhaupt nicht interessiert. Und die Sachen, die mich interessieren, die kommen da ein bisschen zu kurz. Aber so ist das natürlich im Internet. Da kann man dann auch mal seine Meinung kundtun. Man kann das kommentieren oder in Frage stellen. Aber ich finde es schon insgesamt ein richtig geiles Medium. Und klar, wie habe ich das hier genannt? Ja, eine Medienseite. Es ist passiert viel um hiphop.de herum. Ne? Ich finde das also auf jeden Fall auch cool, dass es das so gibt irgendwie. Ja. Und klar finde ich aber auch, sind die auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Und ich finde, man kann da auch manchmal gewisse Dinge kritisieren, ohne dass man direkt sagt, ja, scheiße, diesen Kacke oder sonst was irgendwie. Dann darf ich gar nicht sagen hier im Interview. Ne? Ja, kannst du alles sagen. Ja. Wir sind hier... Wir sind doch in Bochum. Ja, wir reden, wie der Schnabel uns gewachsen ist. Ja. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das deine Bekanntheit gesteigert hat, dass sich viele Leute von hiphop.de rübergegangen sind auf deinen YouTube-Kanal und mal geguckt haben, wer du so bist, was du so machst. Finde ich eine geile Sache. Also als ich zum Beispiel nochmal bei deinen Songs auf Spotify reingehört habe, ist mir aufgefallen, dass sich da irgendwas in der Vertriebsstruktur geändert hat, wahrscheinlich ab dem Jahr 2020. So die Single Alles im Grün im Jahr 2019 kam noch unter einem anderen Vertrieb raus. Ich kann es noch nicht genau nachvollziehen, deswegen stelle ich ja die Frage, weil dein Debütalbum Uncool wurde dann sozusagen auf deinem eigenen Label Endlos veröffentlicht. Was ist denn da eigentlich passiert? Also hast du einen Vertrieb gewechselt oder welche Erfahrungen hast du generell mit digitalen Vertrieben? Nee, also ich sag mal, das ist relativ, muss ich jetzt auch ehrlich zugeben, so relativ dilettantisch auch, wie ich das irgendwie halt mache. Ne? Ich lade das auch über so eine Subseite sozusagen hoch, irgendwie über Spotify und Co. und habe dann halt irgendwann
kannst du dann, wenn du ein bisschen mehr Geld da reinbutterst oder so, kannst du sozusagen den Namen von so einem Label da angeben. Und ich, eigentlich war der Hauptgrund, dass ich nicht wollte, dass da immer nur so ein komischer Zahlencode da irgendwie unten steht. Dann habe ich das einfach genommen. Wir hatten damals so eine, ja, so einen kleinen Zusammenschluss irgendwie in Wetter so von Rappern. Das war der Antidepressiva, Lyrus One, Skipper und ich. Und und DJ Loopy Tunes, genau. Mhm. Und wir haben uns dann halt immer so Endlos Entertainment so genannt. Aber das war jetzt absolut kein eingetragenes Label und auch nicht so eine richtige Crew, aber das war halt irgendwie schon so ein Zusammenschluss. Und dann habe ich mir bei Instagram ja diesen Namen, den ich jetzt auch noch habe, gegeben, Adrenalin Endlos, den habe ich dann beibehalten. Und dann habe ich irgendwie gedacht, es wäre doch ganz cool irgendwie, wenn das so unter diesem Namen irgendwie einfach veröffentlicht wird. Aber ist jetzt nicht so, dass ich da große Labelarbeit irgendwie leiste oder irgendwelche Signings da auf diesem Label oder so hätte oder sonst was. Das ist noch zumindest nicht der Fall. Also ich finde das erstens so richtig cool, dass man so eine Philosophie so endlos, irgendwann hat es einen Ursprung, man trägt das weiter in seine Projekte, das finde ich schon mal richtig cool, wenn man das weiter transportiert. Und du siehst ja auch, manche Leute so wie ich, die achten darauf, ne? Die gucken sich das dann an, wo erscheint das. Ist ja, so, dir ist schon aufgefallen, das ist doch schon mal cool. So. Ja, genau. Das finde ich auch total cool. Und ansonsten hast du, aus meiner Seite, also von meiner Wahrnehmung her, du sagst jetzt dilettantisch, für mich wirkt es schon überdurchschnittlich professionell. So auch die Diskografie auf Spotify, das ist alles ordentlich und finde ich total super. Und bist du denn zufrieden mit dieser Art von digitalen Vertrieb, was du so self-made-mäßig da rausziehen kannst? Also kriegst du auch transparente Abrechnung oder bist du einfach endlos endlos zufrieden mit dem Digitalvertrieb? So? Endlos zufrieden, glaube ich nicht, aber ich bin generell auch jemand so, ich weiß nicht, ob ich schwer bin, zufrieden zu stellen, aber ich bin auf jeden Fall so sehr selbstkritisch und generell auch immer sehr kritisch. Und ich finde, das ist ein cooler Weg, so seine Musik irgendwie zu veröffentlichen. Und ich bin ja auch ehrlich, also Spotify zahlt natürlich jetzt nicht so grandios, das weißt du wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung, ne? Irgendwie, aber ich wüsste auch, dass ich wahrscheinlich, wenn ich das nicht bei Spotify hochladen würde, dann würde ich es vielleicht umsonst irgendwie immer noch überall hochballern und so, wirft das wenigstens mal ein paar Euros ab im Monat und alle nutzen auch, also so, ich lade es auch gerne bei Bandcamp hoch, ich bin großer Bandcamp-Fan, aber das nutzen natürlich bei weitem nicht so viele Leute, wie halt Spotify irgendwie nutzen, ne? Und dann kann man auf dem Weg natürlich schon relativ viele Leute auch einfach erreichen. Ja, und Gott sei Dank hast du was bei Spotify, damit wir auch ein paar Songs von dir einpflegen konnten in unsere Hip-Hop Made in Bochum Playlist. Genau, stimmt. Das wäre ja sonst natürlich auch nicht gegangen. Genau. sprechen wir nochmal über den kreativen Produktionsprozess deiner Musik. So, wie kommst du an die geilen Beats ran? Überwiegend meine ich schon klassische Boom-Bap-Beats, aber du hast auch modernere Sachen. Aber wie kommst du an die Beats ran? So, mit welchen Produzenten hast du schon zusammengearbeitet und von wem pickst du dir am liebsten Beats? Ja, boah, das ist tatsächlich auch relativ unterschiedlich. Also es ist schon mal so gewesen, dass ich mir irgendwelche Beat-Pakete aus dem Internet gekauft habe. Das kann man ja machen irgendwie. Da gibt es ja so einschlägige Seiten irgendwie, wo man das tun kann. Und die dann genutzt habe. Es ist aber auch halt oft so, dass das entweder produziert ist von persönlichen Freunden von mir oder von Leuten, die irgendwie übers Internet an mich herantreten. Dann sage ich denen, ja, schick mir noch mal was rüber. Und wenn dann da was Cooles dabei ist, dann benutze ich das auch. Und ich habe mit relativ vielen dann auch schon zusammengearbeitet. Eine Zeit lang sehr intensiv mit Got The Juice, der kommt aus der Nähe von Stuttgart, aus Schorndorf, glaube ich. Und mit dem habe ich viel gemacht, der ist aber nicht mehr so am Start irgendwie, wir haben zumindest auch nicht mehr so den Kontakt, leider halt. Ja, und ansonsten Gikani, auch ein guter Freund von mir, da habe ich immer gerne was auf den Beats auch gemacht, der macht leider auch zurzeit ein bisschen wenig so, aber wollen wir auch wieder irgendwie in Angriff nehmen. Und dann halt diverse Leute halt, ne? Wie gesagt, also es ist halt, wenn mir jemand jetzt irgendwie mich anschreibt und sagt, ja, keine Ahnung, kann ich dir was schicken oder so, dann sage ich, ja klar, ne, sag dem die E-Mail-Adresse und wenn mir dann da was gefällt, dann benutze ich das, ne? Ja. So, klar. Ja, super, also schön, dass du da so vernetzt bist. Ist ein bisschen Thema für sich. Manchmal hat man, wenn man so noch nicht so richtig drin ist in der Szene und wenn man jetzt zum Beispiel auch, ich kann mir auch bei dir vorstellen, du hast schon ein paar coole Produktionen online und wenn ich als Produzent was produziere und denke mir, ey, der Typ ist cool, der passt zu mir, dann komme ich auf dich zu. Und so manche Leute, die anfangen, die noch nicht so vernetzt sind, mit diesen diversen Lizenzen, die es dann gibt, ist jetzt so nicht das super einfache Thema, aber wenn du da gut vernetzt bist und ihr geht euren Weg und vor allen Dingen viel durch Freundschaft und Beziehung irgendwie entsteht, ist das doch super. Ja, klar. So. Da ist mir auch aufgefallen, dass du so ein Talent dafür hast, glaube ich, auch andere interessante Rapper und Musiker zu finden, mit denen du zusammenarbeitest.
Meiner Meinung nach ist es nicht einfach, so passende Feature-Partners zu finden, wo es jetzt nicht nur musikalisch passt, sondern wo auch ein guter Workflow entsteht. Und ja, oder andersrum, das ist auch manchmal, finde ich, das Problem. Ne? Manchmal versteht man sich auch menschlich gut und dann denkt man so gut, passt aber musikalisch vielleicht auch nicht so zusammen. Ne? Ja, aber bei dir scheint das gut zu funktionieren. Du hast schon einige Songs zusammen mit Skipper aufgenommen zum Beispiel, den kennst du ja schon lange. Und dann den Song Alles im Grün mit Juto, den fand ich auch ziemlich dope. Und so richtig geflasht war ich dann von deinem Song Kann man davon leben, bei dem Tommy Finke auch die Hook gesungen hat, obwohl er eigentlich so gar nicht aus der Hip-Hop-Szene kommt. Ja. Und jetzt auf deiner aktuellen EP, Geladen und verunsichert, hast du mit Rick One auch wieder jemanden gefunden, der so gut zu dir passt. Mhm. Wie wichtig ist dir der Austausch mit anderen MCs und MusikerInnen? Und so, mit wem arbeitest du gerne zusammen oder wer steht da noch auf deiner Wunschliste für die Zukunft? Ja, ja, gute Frage. Wie wichtig ist mir das? Also schon auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt auch gerade, dass die EP jetzt auch mit Rick One, dass das so gut verlaufen ist, weil das ist komplett über den rein menschlichen Weg auch gekommen sozusagen. Mhm. Wir kannten uns irgendwie und sind häufiger da mal zusammen auf Veranstaltungen so gewesen und weil wir uns auch so über so Jams und so kennengelernt haben und ich wusste auch zuerst gar nicht, dass der irgendwie Musik macht, der hätte jetzt auch nichts veröffentlicht zu dem Zeitpunkt oder sonst was und dann habe ich das irgendwann rausgefunden und dachte, ja, ist ja eigentlich total geil so, dann haben wir irgendwie dieses Studio dann zusammen sozusagen im Beschlag genommen und dann halt auch den logischen Weg gegangen, dann auch eine EP zusammen zu machen. Mhm. Von daher ist das schon sehr cool, dass das so gekommen ist. Skipper, wie gesagt, auch langjähriger Freund von mir, so einer meiner besten Freunde bestimmt. Mhm. Da sowieso auch immer. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Tommy Fink hattest du angesprochen. Das lief auch so dadurch, dass ich den halt über andere Leute hier aus Bochum, die mir gesagt haben, ja, hey, irgendwie zieh dir das mal rein oder so. Ne? Mhm. Und gesagt haben, der ist auch ganz gut vernetzt, so, ne? Ja. Und bin ich irgendwie auf den rangetreten und dann kam das irgendwie so, dass ich dann auch zwei Verses hatte und eine freie Hook und dann mit ihm zusammen da was gemacht habe. Und ich bin da auch, glaube ich, dann relativ unverblümt. Also weiß ich nicht, wenn ich dann was habe irgendwie und dann kenne ich jemanden und denke mir, okay, ich kann mir das gut vorstellen, dann schicke ich dem das einfach und sage, ey, hast du Bock drauf? Und entweder sagt die Person, ja klar, machen wir, oder die Person sagt halt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und fertig so, ne? Man muss das schon ein bisschen offen, ohne Panik oder ohne Angst zu haben, ne, der klaut mir eine Idee oder irgendwie so. Ja, also genau, einfach mal positiv denken, auf die Leute herantreten. Ist ja so ein bisschen, passt ja eigentlich auch gut zu Hip-Hop, ne? Also ja, Hip-Hop-Kultur, genau, ne? Zusammen was machen, im Studio sitzen, freestylen, Texte entwerfen. Und genau, das ist natürlich am schönsten. Aber auch, wie gesagt, auch so im Internet bin ich dann da auch so, sofern ich irgendwie so einen leichten Kontakt zu der Person habe, traue ich mich das da auch irgendwie anzufragen. So, ne? Und klappt das denn jetzt auch auf der Bühne mit Rick One? Hattet ihr, glaube ich, ein paar Stream-Konzerte seid ihr auf der Bühne auch mit der EP, ne? Wir hatten ein Streaming-Konzert, das war im Weseler Krachgarten, auch mega die geile Location eigentlich. Es wäre schön, das auch mal wirklich so, wirklich live mal da zu erleben, so auf jeden Fall. Und jetzt halt auf dem Linksjugend-Sommercamp mal wieder auch richtig vor Leuten und das kam sehr gut an tatsächlich, obwohl das auch vielleicht vornehmlich jetzt nicht so die typische Hip-Hop-Crowd da gewesen ist. Mhm. Ne? Jo, Adri, hast du Bock, uns mal kurz eine Kostprobe a cappella zu geben? So mit einem vielleicht deiner Lieblings-16-Zeiler. Man sagt ja auch so in der Hip-Hop-Szene, komm, Adrenalin, gib mir deine Hot 16. Ja, ich mach das auf jeden Fall. Mal gucken. Soll ich eine Beatbox oder ohne Beatbox? Nee, machen wir ohne a cappella, ne? Machen wir a cappella. Ja, mach mal. Obwohl, jetzt hast du mich ein bisschen gereizt, aber ich mach mal a cappella, komm. Ja. Alles nur ein Klick weit, ich weiß, dass ich nichts weiß. Knick ein zu Hause, mach auf dem Sofa Sitzstreik. Ich muss das akzeptieren, informieren, auch wenn ich Lust daran verliere. Nimm die Einseitigkeit und eine Meinung ist leicht. Real Talk, du hörst die Zweifler am Mic. Tja, wenigstens ist das noch gewiss, wenn du nicht mehr weißt, wo der Hass richtig ist. Versuch schon zu lesen, doch hab Nietzsche nie gecheckt. Doch die Liebe ist noch echt zu dem Beat und zu paar Raps. Hör auf meinen Bauch, Digga, was ist daran falsch? Am Parolen brüllen fand ich leider nie gefallen, nein. Manchmal reicht es, seinen Kosmos zu verstehen. Identität, die mir pocht durch meine Venen. Der Kopf ist überlastet, doch im Herz ist noch Platz. Und dann treffe ich eine Entscheidung, die eine Kehrseite hat. Genau. Bam, beklack. Geil. Ja, der war jetzt auch von der aktuellen EP. Der Versuch heißt der Song. Gibt es auch ein Video zu? Ja. Gerne abchecken. Ja, auf jeden Fall. Adrenalin Hot 16 hier bei Music Made in Bochum. Geile Sache. Vielen Dank. Ja, ich meine, das ist so eine der wichtigsten Säulen in unserer Hip-Hop-Kultur. Also das Rappen und das Freestylen und so. Die Hip-Hop-Kultur steht auf vier wichtigen Säulen. Ja. Das Rappen, MCing, die DJs, das Turntablism, die Writer bzw. das Malen von Graffiti-Bildern. Und natürlich auch die Breakdancer.
Wie nimmst du das so wahr in Bochum? Wie stark sind die vier Säulen in der Hip-Hop-Kultur, in der Bochumer Szene? Welche Kontakte oder Erfahrungen hast du da gemacht? Ja, ich kenne auf jeden Fall ein paar DJs so. Mhm. Writer, boah, will ich jetzt keinen Scheiß erzählen, kenne ich auch. Ja, genau, die kenne ich sowieso alle nicht. Ja. Nee, aber kenne ich auch ein paar auf jeden Fall, die so malen. Aber da gibt es sicherlich noch weitaus mehr. Also wenn man so sieht, ne, so für Pieces sind und für Texte, ja, oder genau. Sind mir sehr viele dann persönlich kein Begriff irgendwie, aber kennt man halt so. Cruise kennt man so. Ne? Und Breakdance ist tatsächlich sowas, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, ich finde das total geil, wenn Leute das machen, aber ich habe da nie so irgendwie den Bezug zu gehabt und kenne da auch jetzt nicht groß irgendwie Leute. Also vielleicht welche, die in der Vergangenheit mal irgendwie gebreakt haben so schon, aber die richtig aktiv da irgendwie am Start sind. Ja, finde ich auch von den Säulen, also ich habe natürlich bei der Vorbereitung des Interviews auch drüber nachgedacht, wie kann sich so eine Frage entwickeln, was kann man dazu sagen. Da finde ich auch beim Breakdance, mich fasziniert das auch wirklich und hat ja auch vor allen Dingen in den Anfangszeiten der Hip-Hop-Kultur sehr viel Raum und Platz eingenommen. Und mir ist so eingefallen, okay, wir haben im Ruhrgebiet auf jeden Fall Urbanics, ne, die auch viele Bochumer, die bei diesem Projekt Urbanics aktiv sind. Das kenne ich sogar, aber auch nur vom Namen. Auch spektakulär, die machen so ganz geile Auftritte auf Veranstaltungen mit Tanzverhalten. Also es mischt sich viel dann in so einen modernen Tanz, aber auch mit Breakdance-Elementen. Und dann haben wir in Bochum noch eine Tanzschule, die heißt Styles Unlimited. Die sind dann auch unterwegs. Mhm. Und so richtige Crews gibt es auch, aber ich finde zum Beispiel schade, bei der Superior Session hätte man sowas, wäre sowas mal nochmal ein belebendes Element, wenn man so ein, zwei Breaker auch mal am Start hätte. Stimmt, also wenn ihr das seht oder so, bitte schaut auch mal in Bochum auf der Superior Session vorbei und weil ich habe auch zum Beispiel Breakdance, ich finde das so faszinierend, dass ich auch für ein oder andere Videoproduktion wirklich richtig gerne mal ein paar Breaker gehabt hätte. Aber leider, das ist so ein bisschen in Bochum, da könnten wir nochmal ein bisschen mehr zusammenrücken und überlegen, wie wir uns gegenseitig unterstützen mit den Tanzcrews, die gibt es. Und wie kommen wir denn da hin? Irgendwie, was können wir mit denen machen? Oder? Das finde ich total spannend und interessant. Ich weiß, dass die tatsächlich auf die Backyard Jam in Dortmund, ist dir das noch ein Begriff? Ja, klar. Genau, dabei war ja auch so eine relativ große Hip-Hop-Jam im Hinterhof von so einem Kiosk, Adlerstraße, total, war auch immer total geil. Und dann halt auch mit DJs und Rappern und so natürlich und Graffiti, und die hatten auch immer so PVC-Böden sozusagen ausgelegt, und da gab es auch immer einige Breaker Start, halt, ne? Genau, Breaker oder Breakerinnen auch, aber habe ich auch irgendwie jetzt nie, also selbst wenn ich da war, irgendwie auch nie so in Kontakt mit denen getreten ich gar nicht, so war es schon recht an sich. Aber es ist total schön, so wie in Dortmund ist ja auch wirklich eine sehr starke Hip-Hop-Szene und die machen auch viele gute Sachen, und was kann man davon lernen und wie kann man das vielleicht in Bochum nochmal nach vorne bringen? Irgendwie ist eine super spannende, interessante Frage. Ja, und die Entwicklung jetzt von unserem Projekt Music Made in Bochum, hast du da dir mal die eine oder andere Playlist von uns angehört und hast du vielleicht sogar MusikerInnen oder Songs entdeckt aus anderen Genres, die du noch nicht so auf dem Schirm hattest? Ja, auf jeden Fall, genau. Also Hip-Hop-technisch glaube ich schon, dass mir das alles irgendwie ein Begriff war, so, was es da gab halt, ne? Auf jeden Fall. Aber ich habe auch andere Sachen wirklich gut gefunden und auch, jetzt kann ich mich hier nur blamieren. Nee, ist nicht schlimm. Wir haben ja die Made in Bochum Techno Made in Bochum Playliste, die Hip-Hop Made in Bochum Playliste und eine genreübergreifende, wo alle möglichen Künstler unterwegs sind. Ich fand jetzt nämlich hier, die hast du beim letzten Mal interviewt, hilf mir mal schnell, bevor ich... Alona. Kann das sein? Alona war ein Interview, war im letzten Mal ein Interview, die hatte... Genau, die war im letzten Mal im Interview. Aber wir haben über viele Leute schon gesprochen. Also Amelie, was ist, meinst du, oder weil du gerade mit Ja, meintest. Das war eine, die du auch interviewt hast beim letzten Mal auf jeden Fall. Achso, letztes Mal habe ich interviewt Alona und Matt Lemmy habe ich noch interviewt. Ja, dann muss das die Alona gewesen sein. Matt Lemmy war es nicht. Ich weiß, dass der Name mit A angefangen hat, aber jetzt voll peinlich, dass ich mich nicht daran erinnere. Nein, ist wirklich peinlich. Das habe ich gehört auch in der Playlist und mir dann auch nachher noch ein paar Sachen angehört. Das fand ich ziemlich cool, so alles. Ja, also für mich war das auch so eine, also was, insgesamt zu dem Projekt, was fühlst du so? Ja, ich finde das eine super Sache, also auch Dank dann an dich sozusagen, dass du das so auf die Beine gestellt hast und dann ja auch so einen weiten Blick dann sozusagen hast, ne? Das ist ja dann schon auch relativ viel Zeug irgendwie, was da kommt und auch viele verschiedene Interpreten und Interpretinnen. Und ich finde das auf jeden Fall cool, wenn man sich dann da irgendwie so ein bisschen connected. So, ich bin auch eigentlich musikalisch relativ offen irgendwie. Ich kann jetzt mit den meisten Partyschlager jetzt nicht besonders viel anfangen. Ansonsten so höre ich mir gerne nochmal andere Sachen an. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Ne? Ich fand einige Sachen ganz cool, aber das ist mir so, das fand ich so
glaube ich, so mit am besten so von den Sachen, die ich gehört habe. Umso peinlicher, dass ich jetzt auf den Namen nicht gekommen bin. Man hat ja noch genügend Zeit. Die Playlisten sind online. Man kann ja auch so eine Playlist, wer hört schon 7-8 Stunden am Stück eine Playlist? Also man muss schon ein bisschen skippen. Aber die Basis ist geschaffen. Wir haben viel zusammengetragen. Wir versuchen uns so gut wie möglich zu vernetzen. Wir versuchen das sichtbar zu machen, auch durch unsere Promotion dann auf Instagram und Facebook. Und ich bin dann so auch total dankbar für nette Menschen wie dich, die das auch einen Respekt dafür haben, das irgendwie cool finden, auch unterstützen, indem wir hier heute zusammensitzen. Und da ist noch Luft nach oben. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das wächst langsam, aber stetig. Und ich danke für das Feedback. Also finde ich auf jeden Fall, das ist eine Menge Arbeit, aber ich glaube, dass in Zukunft auch noch mehr Leute sich irgendwie vielleicht mit engagieren oder dass irgendwie da was zu beitragen können. Ich danke dir natürlich an der Stelle auch, ne, weil du jetzt sagst, du dankst mir, dass ich jetzt mir hier die Zeit nehme. Das gilt natürlich andersrum mindestens genauso. Ne? Ja. Adri, du hast ja auch eine eigene Domain mit adrenalinrap.de und du hast einen eigenen YouTube-Kanal mit ca. 1400 Abonnenten. Ja. Und ich habe mal geguckt, ich glaube, alle Videos wurden schon fast 100.000 Mal geguckt insgesamt. Mhm. Und auf deinem Instagram folgen dir auch über 3000 Menschen. Du hast eine offizielle Facebook-Seite, das wirkt so alles insgesamt sehr professionell. Und das sind auch wirklich gute Zahlen. Wie wichtig sind dir denn die Social-Media-Kanäle und wie pflegst du deine Web-Präsenz? Ja, es ist natürlich irgendwie wichtig. Ne? Ich glaube, dass man dadurch schon echt viele Leute erreicht und ich sehe das auch bei mir selber irgendwie. Ich bin jetzt mittlerweile immer ohne Smartphone unterwegs, aber früher, wenn ich mal irgendwo Sticker gesehen habe oder du warst mal auf einer Veranstaltung und da ist jemand aufgetreten, habe ich auch immer erstmal geguckt, okay, bei Instagram so, was machen die sonst so? Mal gefolgt dann oder irgendwie dann bei Spotify oder so dann mal gefolgt, aber immer dann über Instagram irgendwie halt, ne? Um das dann irgendwie weiter zu verfolgen. Und dafür ist das ja halt dann auch wirklich echt praktisch so. Ne? Mhm. Also. Aber ich finde schon gut, du hast da, glaube ich, so eine kleine, so die Blase ist schon so ziemlich weit aufgeblasen. Also du bist schon ziemlich gute Reichweite, finde ich. Also finde ich erstaunlich, finde ich eine gute Arbeit. Und bei deiner Domain, adrenalinrap.de, ist zurzeit jetzt nur ein Linktree drin, aber du hast die Domain, das wird ja auch nochmal Raum bieten, vielleicht nochmal eine Internetseite zu gestalten. Also das finde ich, finde es dann auch immer ganz spannend. Man kann mehrere Sachen verlinken, die man so online hat, auch mit Videos. Man kann eine Bio reinpacken, eine Biografie. Was ich auch total spannend finde, ist zum Beispiel auch so immer so ein Technical Rider oder ein Presskit, also dass sozusagen die Leute, die sich für dich interessieren, auch aus den Medien, dass sie so ein Presseinformationskit haben im PDF und dass es auch vielleicht ein PDF gibt, was brauchst du denn eigentlich für eine technische Voraussetzung, um irgendwo auftreten zu können, finde ich auch immer ganz wichtig. Und das fällt mir jetzt nur noch dazu ein, weil ich bin sehr so, habe Respekt vor dem, was du bis jetzt im Internet so da, wie man dich dort finden kann und wie du da präsent bist. Und bei der Domain dachte ich mir dann, okay, hat er aktuell einen Linktree drin, aber die Domain hast du und könntest ja in Zukunft dann nochmal mitarbeiten. Genau, das war auch halt relativ lange mal eine richtige Website auch gewesen irgendwie, aber die war dann ja halt einfach irgendwie überhaupt nicht mehr aktuell und ich kenne mich halt da auch überhaupt nicht mit aus und ich wusste auch nicht so richtig, okay, wie kriege ich die jetzt mal da weg? Und der Kollege, der das damals gemacht hat, zu dem habe ich halt irgendwie leider keinen Kontakt mehr und von daher konnte man dann, ich wollte eigentlich, dass sie komplett verschwindet und dann hat da ein anderer Kollege von mir hier, der Drick One, der kennt sich ja ein bisschen aus, hat gesagt, ja komm, vorübergehend kann ich hier wenigstens da diesen Linktree da reinhauen, dann hast du das schon mal und dann kann man sich da in Zukunft nochmal umgucken, aber ist an sich in Planung, aber jetzt nicht in konkreter Planung. Ja, sonst Instagram kommen regelmäßig Stories, Beiträge irgendwie, das ist glaube ich wohl mit am meisten genutzt zurzeit von dem Content her. Facebook ist meiner Meinung nach noch lange nicht tot, also es gibt immer noch, also wir zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite haben ziemlich gute Zugriffe auch bei den Videos, bei der Reichweite, da muss man dann schon seine Beiträge teilen in diversen Gruppen, aber Facebook ist auch für Veranstaltungen immer noch voll wichtig, finde ich. Ja, dafür auf jeden Fall, aber ich nutze es so fast gar nicht mehr. Und YouTube ist auch richtig geil, also ein YouTube-Kanal auch mit den Videos finde ich auch sehr viele, bei manchen Videos sieht es eben auch aus, okay, wir haben so ein Low-Budget, wir haben viel selber gemacht, aber das hat auch gerade so einen besonderen Charme. Ich weiß noch ganz genau, bei einem Video hast du sogar dazu aufgerufen auf den sozialen Kanälen, dass man dir kurze Handy-Videos schickt und die hast du dann alle zusammengebastelt und so hast du wieder auch, du hast die Leute mit einbezogen, die sind auf deiner Seite, die sind in deinem Video, die fühlen dich irgendwie, finde ich dann auch schon
Schon ja. Geil. Und ich glaube, so einen Aufruf kann man dann wieder gut auf Instagram auch starten dann. Ne? Genau. Ja, da war ich auf jeden Fall auch sehr stolz dann drauf. Ne? Das sind tatsächlich weder Liebe noch Hass ist das Video, wenn sich das jemand angucken möchte auf jeden Fall. Und es sind über 70 Leute haben da mir Sachen gesendet. Oder ich habe ja auch eigentlich angeboten, dass ich die auch kurz abfilme mit meiner Kamera dann. Ne? Aber es ist halt auch nicht immer dann möglich gewesen. Und das war schon cool, dass man dann auch sieht, dass der Zuspruch dann doch so groß ist, dass sich die Leute zumindest nicht schämen, jetzt in so einem Video vor mir aufzutauchen. Ja. Und was passiert gerade aktuell bei dir? Also wie läuft deine aktuelle EP, Geladen und Verunsichert, ne? Und die Zusammenarbeit mit Rick One und was hast du zeitnah geplant? Oder dann vielleicht so als Anschlussfrage nochmal, was passiert so vielleicht in den nächsten 5 Jahren bei dir? Ja, oh, das ist natürlich jetzt sehr weit gefasst, ja. Das kann ich nicht. Da bleiben wir erstmal genau so aktuell. Was ist los bei dir aktuell? Ja, wie gesagt, die EP, ne, Geladen und Verunsichert, die ist draußen, die läuft auch ganz gut. Es gab ja so eine kleine CD-Auflage von 100 Stück, die wir einfach so, ja, ne, sozusagen auch über das Internet dann verschachert haben. Da konnte man uns einfach anschreiben, ein Fünfer da sind plus Versand, dann haben wir das halt rausgeschickt. Und da sind 80 Stück ungefähr weg. So, was ich schon, finde ich schon ganz okay eigentlich. Super. Gerade so in so einem digitalen Zeitalter hier ist okay. Und auch über Instagram und Bandcamp und so läuft das auch ganz gut. Also geht jetzt nicht komplett durch die Decke, habe ich aber auch natürlich nicht mit gerechnet. So. Von daher bin ich damit sehr zufrieden. Und ihr seid auf der Bühne, nutzt die Möglichkeit, wenn was kommt, seid ihr gerne auf der Bühne? Ja, wenn irgendwas ist, so ansteht oder so, kann man uns gerne info@adrenalinweb.de oder auch einfach über Instagram oder so irgendwie uns anschreiben und kontaktieren. Haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Und halt, es gibt jetzt einige Songprojekte, so sage ich mal, einzelne Songs, die irgendwie in Mache sind. In der Mache sind, aber wo jetzt noch nicht genau geplant ist, wo jetzt da die Reise mit hingeht. So, aber das konkretisiert sich jetzt, denke ich mal, demnächst. Ja, und die nächsten 5 Jahre, also bist du in 5 Jahren noch in Bochum oder? Ja, aus meinem jetzigen Standpunkt heraus kann ich mir sehr gut auf jeden Fall vorstellen. Also ich lebe hier gerne und ich finde das auch super so. Und auch die musikalisch gesehen gibt es hier ja auch eine Infrastruktur so. Ich muss jetzt nicht nach Berlin dafür ziehen. So. Habe ich auch davon ab nicht vor, aber ich sehe mich auf jeden Fall in Bochum. Aber was genau, wie weit das dann geht, so einen genauen Businessplan, den habe ich dann auch nicht. Ich weiß das. Lassen wir uns mal überraschen. Was die Zukunft bringt, weiß keiner genau. Genau, das ist. Ja, lassen wir uns überraschen und vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast heute und dass wir auch so ein bisschen über die Hip-Hop-Kultur reden konnten in Bochum. Das liegt mir auch sehr am Herzen. Ja, voll. Und wenn ihr Bock habt auf Songs von Adrenalin, es gibt eine ziemlich große Diskografie auf allen wichtigen Streaming- und Download-Portalen. Es gibt auch noch CDs, die du vielleicht hast, es gibt Sticker noch, es gab auch mal T-Shirts, also wenn ihr Bock habt, schreibt den Adri an auf den sozialen Kanälen und alle wichtigen Informationen über Adrenalin findet ihr auch in der Beschreibung des Videos. Hinterlasst uns Kommentare, liked das Video, abonniert den Kanal, hinterlasst uns Kommentare, auch mit Fragen an Adrenalin, wir nehmen uns dann redaktionell noch die Zeit und gucken, dass wir das beantworten, so gut es geht. Ja, und zieht euch die, wenn ihr Bock habt, auf Hip-Hop-Musik Made in Bochum, zieht euch unsere Playlisten rein, bleibt uns treu, Bochum bleibt stabil und vor allen Dingen bleibt gesund und nutzt die Zeit kreativ. Bis bald. Danke.